wer bei der noch so vergastet, oder? Das ist eine Tüte. Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal. Wir sind mal wieder mit der Maskottchen- und Co-Bande unterwegs. Sind wir jetzt schon etwas länger nicht mehr gewesen, weil es in letzter Zeit nicht so richtig dazu kam, dass wir beide mal wieder, beziehungsweise dass unsere beiden Gruppen hier mal wieder aufeinandertreffen, um ein bisschen zu fischen. Jetzt sind wir wieder hier in alter Frische und ich habe richtig Bock. Wir haben natürlich heute auch wieder den Black Magnet mit dabei. Wir wollen ja Langzeitergebnisse haben. Dementsprechend gucken wir mal, ob der heute vielleicht mal ein bisschen besser hier abschließt. Sie sind schon ungefähr eine Stunde wieder hier gewesen. Ich bin mal wieder, so wie immer, einfach zu spät gekommen, so wie sich es auch gehört. Der Anhänger von denen ist auch schon wieder halb voll. Also hier kommt echt eine ganze Menge raus, in der Hoffnung, dass wir natürlich auch jetzt hier ein bisschen was rausholen. Habe ich auf jeden Fall richtig Bock. Wir ziehen die Anmoderation gar nicht so lang, sondern wir wollen hier richtig gleich reinstarten. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, falls ihr noch nichts davon da gelassen habt. Und schaut auf Instagram vorbei bei mir und auch genauso bei Maskottchen Co. Könnt ihr auch auf YouTube vorbeigucken. Alles dazu unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, ich habe richtig Bock. Deswegen quatsche ich hier gerade so schnell. Ich würde sagen, Freunde, wir starten rein. Möge das Reinigen beginnen wieder, ne? Let's go. So, Freunde. Also, ihr habt den Magnet gerade reingeworfen. Und es ist direkt wieder so viel dran. Hat der John schon gesagt, dass hier recht viel drin ist. Und dass man eigentlich mit jedem Wurf was rausholt. Aber dass hier direkt so viel drin ist, ne? Also, unfassbar. Wollen wir mal schauen. Ordentlich schwer schon wieder direkt. Ich hoffe, hier sind keine Stahlträger unten. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Dann gucken wir mal, fühlt sich wie ein Fahrrad an. So. Ja, ist es auch. Oh, das ist ja so schwer. Warum ist so ein kleines Fahrrad so schwer? Es ist unfassbar. Jetzt bleib aber hier. Alter, ist das zerfetzt. Gott, oh Gott. Erster Wurf. Direkt so viel wieder dran. Das ist unglaublich. Wir machen weiter. So, das ist mal ein etwas entspannteres Gewicht. Auf jeden Fall ist der Magnet trotzdem wieder komplett voll. Also, wie viel Kleinkram hier drin liegt, Freunde. Unfassbar. Unfassbar. Also, ich glaube, hier ist Fluss sauber machen Neuland. Genauso wie Internet Neuland ist in Deutschland. Also, was ist das hier? Das sieht mir aus wie so ein Bohrer, oder? Ach, das ist ja witzig. Wie geil. Sehr cool. Eigentlich sogar ein echt cooler Fund. Ansonsten, ja, viel Schrott einfach, ne? Ganz, ganz viel Schrott. Hier Gepäckträger vom Fahrrad. Unfassbar. Na gut, weiter geht's. So, Freunde, wir geben jetzt mal ein ehrliches Feedback zum Magneten. Ja, also wie ihr, denke ich mal, schon erwartet habt, dieses Ding hier, das ist leider nicht wirklich gut. Ich würde sagen, also ich würde ja sogar lieben gerne sagen, dass es für einen Anfänger gut ist, das Problem ist aber, da bleibt nichts dran hängen. Wenn was dran ist, ziehst es 2 Meter über den Boden wieder ab. Es ist einfach, weiß nicht, kann man einfach nichts... Kann man nicht empfehlen, das tut mir leid, kann man leider nicht empfehlen. Ist ein bisschen schade. Wir werden wahrscheinlich trotzdem nochmal den 600er von Black Shark ausprobieren irgendwann. In der Hoffnung, dass der vielleicht besser ist. Aber der ist leider eine kleine Enttäuschung. Aber wir gucken trotzdem mal, was ich hier heute dran habe noch an meinem. Und zwar hier irgendwie ein bisschen Stromzeug und einen Schraubenzieher. Sehr schön. Gucken wir mal, was hier noch so rauskommt. Da hinten, die machen wir jetzt schon ein bisschen sauber. Und ja. Fängt jetzt auch an zu regnen, ein bisschen ärgerlich. Dabei wird uns heute nicht abhalten, weil warm ist es trotzdem und nass wird man sowieso.
Weiter geht's. Genau, ich habe immer gedacht, ich lasse den Magneten heute einfach mal zu Hause und ziehe einfach mal an einem Kabel. Ich wollte gerade aufpassen, dass ich den Magnet nicht ans Ding so. Ne? Kompletter Kabelbaum einfach, den du da hast. Alles. Guck mal, da hast du ja ein Basecap mitgebracht. Was haben wir denn alles? Ein Basecap, fettes Kabel, ein dünnes Kabel, Absperrband, noch mehr Kabel, Socken, falls jemand Socken braucht. Weiß ich noch nicht. Und eine Hydraulik, irgendwie ein Wagenheber. Stangen. Noch mehr Stangen. Auch noch irgendwas Spannendes? Das ist auf jeden Fall ein guter Fund. Geht auch ohne Magnet, ihr seht's. Weiter geht's. Macht richtig Spaß heute. Nee, macht aber trotzdem Spaß, denn wir haben es warm. Und wie gesagt, nass werden wir eh. Deswegen werde ich auch gleich wieder weitermachen. Ja, das Wetter hält uns heute einfach nicht ab. Es kommt hier so viel raus, es macht eigentlich echt wieder Spaß gerade. Und da scheiße ich auf den Regen. Und jetzt, ja gut, okay, den Dollenregen warte ich jetzt eine Sekunde ab. Aber dann gleich soll es ja wieder aufhören. Und dann machen wir weiter. So, ja, wir haben hier wirklich die ganze Zeit so ziemlich den gleichen Kram, den wir rausholen. Und von diesen Haken hier holen wir, ich weiß nicht, also es ist bestimmt schon der 100. Haken gefühlt, den wir hier rausholen. Das ist unsere Frage jetzt einfach mal, was sind das für Dinger? Ich habe mir überlegt, ob man das irgendwo reinhängt und dann hier vielleicht so von Gerüst oder sowas da Platten drauf kommen oder was, weiß ich nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Ansonsten ist das hier noch auch von einem Geländer, wa? Ja. Unglaublich, was hier alles drin liegt. Das ist unglaublich. Ich bin wirklich seit 2 Stunden oder sowas bin ich an der gleichen Stelle und fische einfach die ganze Zeit irgendwann noch was Neues raus. Das ist unglaublich. Ja gut, machen wir weiter. Ich habe hier ein bisschen was Komisches dran. Das fühlte sich erst echt komisch an und jetzt sieht man es auch schon ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob wir das... Hast du den Haken mitgebracht? Ja. Dann würden wir nämlich gleich auch den Haken mal nehmen. Das sieht mir aus wie ein Schirm. Ich habe nämlich schon hier Teile von einem Schirm rausgeholt vorhin. Und den kriegen wir jetzt so nicht raus, weil dieses Zeug da oben drauf sich wahrscheinlich echt mit Wasser vollgesogen hat. Deswegen echt schwer ist. Oh, er hat einen Helm. Das ist nice. Also wenn er jetzt wieder runterfällt. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall mal den Haken ausleihen, kurz schiebitzen. Haken runter. Ja, das ist ein Schirm. Ja, auf jeden Fall kann er noch nicht stängeln. Ja, kannst du locker lassen, glaube ich. Das ist jetzt nicht gleich. Ja, nice. Schirm. Wahrscheinlich von so einem Restaurant da drüben. Denke ich jetzt mal auf die Schnelle. Irgendwas Spannendes hier dran. Spontan sagen nicht, aber wichtig. Wieder meine Batterie rausgeholt. Ja, sehr gut. Weiter geht's. Also sind irgendwie total komische Steine immer damit dabei, die irgendwie mit irgendwelchen metallischen Gegenständen zusammengewachsen sind. Und dann auch immer mit einem Magneten dran sind. Ja, auf jeden Fall haben wir hier noch ein Brecheisen dran. Ach Mann, das ist so eine ungünstige Position. Tada! Brecheisen. Nun gut, wir machen weiter. Was ein Scheißteil. Riesig und unnütz. Naja, Hauptsache ist es erstmal raus, wa? Ey, es ist ein schrecklicher Tag, Freunde. Es regnet, es ist dreckig, es kommt nur Müll raus. Na gut, ich hoffe mal, da kommt vielleicht noch was Gutes. Oh, mein Rücken. Oh, mein Rücken. Mein Rücken. Heute erstmal eine Thai-Massage. Ach Mann, die sind einfach nur schwer und dreckig. Aber nun gut, ein wunderschöner Fund. Ja, ein Poller. Man sieht's. Schon der zweite heute, der andere hat Stefan rausgeholt von Maskottchen Co. Ich will eigentlich noch was Geiles finden heute. Was wirklich auch geil ist, also was richtig geil.
weil so gebe ich mich nicht zufrieden heute. Gebe mein Bestes. Weiter geht's. So, Freunde. Ja, ihr habt euch gewünscht, dass wir längere Videos machen. Also machen wir längere Videos. Heute ist einfach der zweite Tag in einem Video. Ich hoffe, das ist nice. Eigentlich war der Plan, dass wir ein Video schon am Dienstag hochladen. Habe ich dann aber doch nicht gemacht, weil ich nicht wusste, ob ich heute Magnetfischen gehen kann. Kann ich auch nicht. Ich hatte heute meine Impfung, meine zweite. Und ich soll mich heute nicht anstrengen. Und heute mache ich es auch wirklich nicht. Letztes Mal habe ich mich ja noch ein bisschen, beziehungsweise doch schon noch ganz gut angestrengt bei meiner ersten Impfung. Aber heute nicht. Heute wird ausschließlich der Tobi weiterfischen. Beziehungsweise, ja, fast, also wir haben ja schon über eine Hälfte eines Videos schon gedreht. Da habe ich ja auch relativ viel gefischt. Und ich hoffe mal, wir finden hier noch ein paar geile Sachen. Ich habe richtig Bock, Freunde. Ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Weiter geht's. Okay, meine Zeit ist gekommen. Ich habe meinen ersten Wurf an diesem Fluss durchgeführt. Ja, wieder eine Stange. Fahrradspeiche sollte ganz klar sein. Fahrradspeiche. Fahrradfelge ohne Speichen. Liegt auch schon sehr lange im Wasser. Wir machen weiter. Ich habe ganz schön zu kämpfen. Fühlt sich aber eigentlich nur an wie eine Stange. Ich weiß gar nicht, warum du die Kamera überhaupt angemacht hast, bin ich ehrlich mit dir. Der schau nach. Oh, das ist richtig viel immer wieder dran gewesen. Ja, und am Ende habe ich dann gar nichts. Okay. Das ist ein Beton. Wie heißt das? Beton-Eisenstange, keine Ahnung. So eine, die hält so Beton fest, glaube ich. Ist gar nicht so spannend. Oha, aber guck mal, mach mal schnell. Ich habe eine Stange und an der Stange unten hängt ganz knapp das, eine andere Fahrradfelge, glaube ich. Und da ist einfach die komplette Botanik aus dem Fluss drin. Okay, jetzt müssen wir das mit Vorsicht genießen, sonst fällt die Stange vom... Wieso bist du so nah an mir dran? Jetzt müssen wir das mit Vorsicht genießen, dass wir die Stange hier wirklich noch bis nach oben bekommen. Okay, wir haben eine Stange. Auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, du holst hier... Ich mach dich heute aber nicht weg. Hey, ja, das war... Okay. Das war, weil du so nah an mir dran standest. Ist egal. Wasser und Seife kriegen. Wasser und Seife kriegen wir. Oh! Guck! 20, ich sag's euch. Das ist in so einem Ding drin. Guck mal, das ist das, wenn man so ganz viel Geld in der. Wie nennt man das? Banderole! Ja. Wenn man das auf die Bank bringt. Das war eine Geldbanderole. Ja, genau so heißt es. Okay, wir haben einmal 20. Beweg dich mal nicht. Mal? Okay, wir haben einmal einen Cent. Das kann ich schon erkennen. Oh mein Gott, das ist schon wieder runtergefallen. Und 20. Ich glaube, das ist polnisches Geld. Check doch mal hier. Ja. Das kleine von Polen. Das kleine Geld von Polen. Keine Ahnung, was es ist. Ich kann es auch nicht lesen. Ich bin schwach. Schreibt es in die Kommentare. Okay, ich habe ein Fahrradrahmen ausgeholt. Ist ganz eindeutig. Scheint auch von einem BMX oder so zu sein. Der ist ein bisschen kleiner und schon sehr lange im Wasser. Passt auf jeden Fall zu unseren Felgen. Auf jeden Fall kein BMX. Nicht? Okay, dann ist es so eine Mountainbike. Dann passt es nämlich zu den Felgen, weil ein BMX hätte kleinere Reifen. Okay, wir schauen mal nach. Ich glaube, ich habe eine Tasche. Oh ja. Oh, die ist aber sehr schwach, man geht schon. Ja, ist eine Beute. Eine kleine Handtasche. Mit einem kleinen Portemonnaie. In dem Portemonnaie ist ein Schlüssel. Kleingeld. So ein paar Centstücke. Ja, sind alles Centstücke. Kennst du was? Das ist eine Frau. Eine Frau? Nee, ist eher sowas, was Gemaltes. Echt? Ja. Okay. So eine Sonne oder so. Guck mal nochmal weiter weg. Ja, das war's, wie es aussieht. Vorher noch eine große Münze. 2 Euro. Echt? Ja, 2 Euro. Alter, was ist da noch? Noch mehr Cashmash.
Alter. Oha, die ist richtig dick. Das sind zwei Münzen. Das sind zwei ja, safe. Ich denke auch. Das sind 1-Euro-Münzen. Das sind alle nochmal. Ja, das sind alles 1-Euros. Ja, zweimal. Nee. 50 Cent und noch 1 Euro. Alter. Ja, mach ich. Zeig doch mal her jetzt hier erstmal. Ja, also. Einmal 50 Cent. Einmal 1 Euro. Dann. Ist das noch 1 Euro? Ja. Ist ein angelaufener. Noch 1 Euro. 2 Euro. 2 Euro. Und hier bestimmt noch mal so 30, 40 Cent insgesamt. In ganz klein, genau. Aha! Also haben wir 4,50 ungefähr. Ungefähr 5 Euro. Ungefähr 5 Euro waren da jetzt in dem Portemonnaie. Das gefällt mir. Sehr cool. Sehr cooler Fund. Weiter geht's. Schwer, das Gerät. Aber ich glaube. Ich glaube, es wird nichts. Ich bin noch dran. Ja, ich bewege es. Was? Ich bewege's. Ja, aber es ist was Leichteres auf jeden aber Fall. Aber es ist massiv magnetisch. Also fühlt sich zumindest noch an. Es ist sehr schwer, ja? Es ist ziemlich schwer. Aber, also, aber es geht gut durchs Wasser. Okay. Das war jetzt schwer vom Platz ja, auf jeden Fall. Ja, schöner schlammiger Boden. Das ist zu mir holen. Schon aufgefallen. Ja. Oh ja, es wird immer schwerer. Oh, Hilfe. Oh Gott. Tresor oder was ist das? Nee. Nee. Stahlträger? Nee. Stange einfach. Warum wiegt die denn so viel? Ich glaube, da war noch so eine dran, ne? Weil da ist, glaube ich, noch was abgegangen gerade. Ja, aber hä? Die wiegt ja schon locker eine Tonne. Ja, was ein Drecksstahlträger. Der wiegt viel zu viel, viel zu unnötig. Nein! Doch, ist trotzdem Stahlträger einfach. Das ist kein Stahlträger. Meinst du, das ist so ein Fuß von so einem, weißt du? Von so einem Auto, der so einen Fuß hinstellt, ja, damit er nicht umkippt. Ja. So ein ja, Löschfahrzeug zum Beispiel. Ja. Okay, ich habe hier eine. Da kommt auch Öl raus übrigens. Eine riesen Mülltüte oder sowas. Auf einem Eisengerüst. Und es ist ultra schwer, weil da noch so viel Wasser drin ist. Das ist eine Tüte. Eine große mit Inhalt. Vorsichtig! Eingehüllte. Das ist ein. Ich weiß, was es ist. Das ist ein Fahrradrahmen. Ja. Ich glaube, das ist ein geklauter Fahrradrahmen. Noch fett in der Plastiktüte drin. Hau auf. Okay, ja. Fahrradrahmen. Oh, der sieht sogar relativ gut aus. Guck mal, was ist das hier für eine Marke? Kriegst du das raus? Speed? Das ist die Reihe wahrscheinlich. Ja, mach mal weiter auf. Reiß mir das mal auf hier. Oh, sogar zwei. Oh, das sind sogar recht gute, würde ich sagen. Ja, geil. Boah, was ist das denn? Boah, die sind richtig leicht, ne? Echt? Die sind ultra leicht. Also richtig also, leichte Sportrahmen. Ja, richtig, also mega leicht. Ja, dann. Zwei verschiedene auf jeden Fall. Dann ist safe richtig gute. Und da oben, das sind wahrscheinlich nur Muscheln, oder? Ich denke. Aber guck mal trotzdem noch mal rein. Okay. Okay, krass, cool. Ja, wild. Eingepackte Fahrradrahmen. Fühl ich. Was soll ich sagen? Weiter geht's. Ja, weiter geht's schön. Okay, ich weiß gar nicht, was ich hier dran habe. Auf jeden Fall ist es von Muscheln bestückt. Sieht aus wie eine große Mutter. Eingerüstbauteil. Das lassen wir so stehen. Da war aber auf jeden Fall noch was dran, ne? Was gerade runtergefallen ist. Und das holen wir jetzt raus. Okay, Freunde, ich verstehe selber nicht, was ich hier schon wieder alles dran habe. Auf jeden Fall mehrere Gegenstände. Oh, ja, ja. Das wiegt schon wieder viel zu viel. Oh, das ist cool. Da pass auf. Was ist das? Oh, Hilfe.
Ah, das ist ein Receiver. Genau. Oder ein Blu-ray Player. Genau, genau, irgendwie sowas. Ja, guck mal, richtig ja, alt. Ja, keine Ahnung, irgend so ein. Oder Radio oder sowas einfach, weißt du? Hey, das ist ein Receiver. Receiver, meinst du? Ja. Geil. Und hier hast du vom Rollator, oder? Wild. Ja, von so einem. Ja, weißt du. Ich hab Schlüssel gefunden. Und passend zu den Schlüsseln liegt da unten ein Fahrrad. Ein Fahrrad, bekanntlich zu einem Schlüssel passt, ganz einfach. Und das werden wir jetzt versuchen rauszuholen. Ich werde es versuchen, ihr könnt da gar nicht dran rütteln, ganz einfache Geschichte. So, den Receiver schmeißen wir jetzt bitte direkt mit rein. Wir haben ja auf jeden Fall einen Kugelschreiber. Der ist cool, weil der ist ein bisschen golden. Ein bisschen schön. Oh, da steht auch was drauf. Achtung, gleich habe ich es. Marschsteiner. Gut. Keine Werbung geht an der Stelle raus. Ja, ist gerade ein bisschen schlecht. Wir haben gerade nicht so viel raus. Wir wechseln nochmal nach da hinten, glaube ich. Ja, wir versuchen erstmal nochmal das Fahrrad rauszuholen. Und dann, wenn wir es nicht rauskriegen, weil es echt schwer ist, dann wechseln wir rüber. So machen wir das ganz einfach. Ja, also wir haben hier ein Fahrrad dran. Problem ist nur, also das ist irgendwie das schwerste Fahrrad, was wir jemals hatten. Es ist tatsächlich kein Leihfahrrad und auch kein Elektrorad oder irgendwas, aber irgendwie wiegt es total viel. Wir haben es jetzt bis hier hingekriegt, versuchen es gerade irgendwie zu drehen, aber es will nicht drehen. Auch wegen dem Wind irgendwie. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir es hochkriegen. Naja, wir haben auf jeden Fall ein paar Zuschauer da unten, auch witzig. Ja. Wir probieren unser Bestes, ob wir es jetzt hier hochkriegen oder nicht. Mal sehen, ich kann mich leider nicht anstrengen, ihr wisst Bescheid. Aber wir geben unser Bestes, let's go. Also Freunde, das war mit das schwerste Fahrrad, glaube ich, was wir jemals rausgeholt haben. Zumal ich einfach nicht ihn richtig doll helfen konnte. Ich glaube, ohne Hilfe ging es zwar trotzdem nicht, aber wieso zur Hölle war dieses Fahrrad jetzt so verdammt schwer? Also es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Egal, jetzt haben wir es raus. Besser ist. Wir gehen jetzt noch an eine Stelle, machen da die letzten Würfe und dann reicht's, oder? Würde ich auch sagen. Was ist das? Mini-Stange. Sicher? Sicher, ganz schwer. Hintere Form eines Messers? Knall mal auf den Boden, das will ich sehen. Mach mal so mit dem Fuß so drüber, dass es so ein bisschen abhält. Stange. Ein kleiner Anhänger. Aber ich weiß nicht, was es darstellen soll. Ja, süß. Ah, das ist ein süßer Anhänger. Ja, auf jeden Fall die Position jetzt gewechselt. Wir gucken mal, was jetzt hier in den letzten paar Würfen noch rauskommen wird, ne? Ja, dranbleiben. Wir begeben uns in den letzten Wurf für nicht nur den heutigen Tag, sondern das heutige Video. Und da wird jetzt nochmal was richtig Fettes dran sein. War schon mal sehr weit, das Seil ist an seine Grenzen gekommen. Das dünne Seil ist geil. Und zwar, weil dadurch alles ein bisschen leichter ist. Was nicht so geil ist, ist, dass du schnell abrutschst bei sehr schweren Gegenständen. Das ist mir vorhin beim Fahrrad aufgefallen. Da hätte ich lieber das dicke Seil gehabt, bin ich ehrlich. Das Seil hat auch nur 800 Kilo Zugkraft. Ach so, stimmt. Und wenn ich was für eine Tonne habe, dann kannst du es ja nicht los. Wegen dem Seil. Ja, ja, verstehe. Gut, wir haben noch was dran. Das ist ein sehr angenehmes Gewicht. Noch was Spannendes. Das ist eine Tüte. Das ist eine Tüte, ja. Das ist eine Tüte mit der halben Urwaldlandschaft. Du machst das aber nochmal spannend zum Ende. Naja, ich möchte ja, dass es wirklich halt sich auch für die Leute lohnt, sich das bis zum Ende anzuschauen. Und ist sogar verschlossen. Jetzt machst du es richtig spannend, mein Junge. Zeigen Sie uns, was Sie hier ans Tageslicht gebracht haben. Gar nicht. Also da wollte sich jemand sehr sicher gehen, auf jeden Fall. Genau, der dachte sich, ich pack's lieber nochmal ein, entferne nochmal alle Fingerabdrücke. Aber wir haben noch was drin, ne? Oh ja, jetzt wird's los.
ein Kennzeichen von einem Motorrad. Motorradkennzeichen. So Freunde, das war's mal wieder von diesem wunderbaren Video hier. Dieses Mal deutlich länger das Video, da wir 2 Tage in ein Video reingequetscht haben. Ich hoffe, euch gefällt es, dass wir so ein bisschen längere Videos jetzt mal machen. Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare rein. Zeigt es mir, indem ihr ein Däumchen nach oben da lasst. Aktiviert die Glocke, macht ein Abo da, falls ihr den ganzen Kram noch nicht da gelassen habt. Und ganz wichtig, Freunde, ich muss es noch öfter ansprechen. Ich will nämlich unbedingt, das wäre der Wahnsinn, wenn wir das bald schaffen, die 10.000 Abonnenten auf Instagram. Das wäre so verdammt toll. Da gibt es ganz viele Fotos, ganz viele Stories, alles Mögliche. Noch mehr Content von uns. Ich hoffe, euch hat der ganze Kram hier gefallen. Mir hat es extrem gefallen. Wir haben viele geile Sachen gefunden. Schaut natürlich bei dem Tobi auch auf Instagram vorbei, der heute ganz fleißig hier am Fischen war, weil ich nicht konnte. Und das nächste Mal, wie alter Gewohnheit, bin ich natürlich wieder vor der Kamera und fische. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächsten Freitag. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video hier schaut. Das war's von mir und Tobi. Und tschüss.